Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Infinite Undiscovery. Wie ihr uns schwer erkennen könnt, bin ich ein reicher Kapell. Und mit Reichtum gibt es nur noch eine Sache, die mich glücklicher machen kann. Sidequests. Wir haben das Fleisch abgeliefert. Für Fleisch? Egal. Wir erhalten mehr Geld. Ja, mehr Geld. Naja, ich weiß, ist jetzt tatsächlich an dieser Stelle nicht mehr wirklich was Interessantes. Ich meine, ich bin auch ziemlich gut ausgerüstet jetzt so, aber naja, wie gesagt, so ist das halt manchmal, ne? Lass mal sehen. Ist besser für ihn. Kunsttee zu machen ist besser für sie. Warum nicht? Großschwert, na klar. Ach, das ist sogar noch ein Bastardschwert. Kriegt er dann natürlich. Warum nicht? Die Seeachse haben wir gefunden, das ist egal. Mindestens eine brauchen wir, jawohl. Ist die besser bei ihr? Natürlich, also kriegst du nur die. Nur das Beste für meine Charaktere. Nur das Beste. Nur das Beste. Sag ich ja. Da brauche ich sogar drei davon. Ich meine, guckt euch das mal an. 13.000. Ob ich mir das leisten kann? Vier sogar. Nicht schlecht. Da habe ich schon zwei gesehen, die es ausrüsten können. Drei, vier. 5 sogar? Meine Herren. Mindestens einen brauche ich davon. Was haben wir hier? Siggi braucht eine. Alles Siggi. Und alles Lucha, alles klar. Na, Moment, war das nur Lucha? Ne, schon richtig so. Ich könnte auch da unten mal einfach hingucken. Da sehe ich nämlich, wer es ausrüsten kann. Wobei ich tatsächlich gucken muss, ob jemand das schon ausgerüstet hat oder nicht. Weil sonst bringt mir das dann auch nichts. Zwei davon, alles klar. Bronzering. Ja gut, könnte ich jetzt kaufen, aber naja. 24.000 kann ich mitarbeiten. Gab es hier einen Knopf, in dem ich einfach sagen kann, das Beste? Ich glaube nicht. Nicht so wirklich. Laminierter Bogen, das da, dieses hier. Und das, wunderbar. Und hier weitermachen. Die falschen Ausrüstungen, wunderbar. Novizenbaton. Glaubt mir, wenn wir noch mehr Charaktere kriegen sollten, dann wird das hier A, sehr, sehr teuer und B, ewig dauern, bis ich ausgerüstet bin. Das werde ich dann aber an dieser Stelle auch nur noch offscreen machen, weil irgendwann reicht es dann auch mal. Ich habe echt kein beste Rüstung aus. Ich muss mal gucken. Ich meine, da gab es einen Knopf für. Eugene hat auch absolut nichts dabei. Oh Mann. Ja, der Ogre-Hammer, den wir gekriegt haben, definitiv Riesen-Upgrade für Bulbgern. Und seinen super coolen Mega-Heini. Also, ja, kann man mitarbeiten. Okay, jetzt wo jeder, fast jeder, komplett ausgerüstet ist. Yep. Können wir loslegen? Wie nehmen wir denn? Wir nehmen. Nehmen wir mal Michelle mit. Sie ist nur Level 9. Sie braucht ein bisschen Erfahrung. Gleichzeitig können wir Aya das Karatos-Ding ausziehen und. Nehmen wir Edward. Er ist, obwohl er nervig ist, tatsächlich trotzdem einer meiner Lieblingscharaktere. Und
da hätte ich schon ganz gerne, dass er mitlevelt, während wir durch die Gegend massieren. Ich massiere die Gegend mit meinen Füßen, während ich drauf rumlaufe. Das ist vielleicht richtig, aber... Eigentlich ist nicht damit gedacht, dass ich die Erde massiere, sondern eher, dass wir marschieren. Oh well. Denn jetzt wird es Zeit für uns tatsächlich weiterzumachen. Die Welt zu erkunden, aber vor allen Dingen einfach weitermachen und die Welt von den Ketten zu befreien. Wieder einmal im Aufnahmeprogramm sieht es sehr stockend aus, aber solange die Musik vernünftig funktioniert, weiß ich ja, es funktioniert. Bestens auch auf dem Bildschirm, mein Hauptbildschirm, mein Spielebildschirm. Alles tipptopp, das läuft also schon. Was auch immer du jetzt gesagt hast. Ich habe auch keine Ahnung, was Michelle kann. Kann sie überhaupt was? Ich weiß es nicht. Ich meine, sie hat ein Buch. Es gibt nicht viele Charaktere, die irgendwas Vernünftiges mit einem Buch abziehen können. Deswegen hoffe ich mal, dass ich mit ihr einen Charakter habe, der irgendwas Vernünftiges mit einem Buch abziehen kann. Große Hoffnung habe ich allerdings nicht unbedingt. Oh well. Ziel ist es jetzt, meine ich, wenn ich jetzt richtig gehe, ich hoffe, ich bin richtig. Aber ja, müsste ich, weil ich hier schon mal war. Ziel ist jetzt die Dünengegend, die wir schon mal mehr oder weniger entdeckt haben. Genau, die Oradian Dunes. Oder Dunes, wie auch immer. Die suchen wir. Na super! Back to where we were defeated. You're way too Bitte? Gloomy! It's a fact. What? Everyone's talking about defeat. It's okay. You got me and Rucha here this time. It's gonna be an easy win. Gotcha. Easy win. The fuck. Da fuck. Aya? Huh? You're not yourself. I realized I need to become stronger. Come on. Let's not get left behind. Yeah. Na, wenn du stärker werden willst. Hier gibt's bestimmt gute Gegner. Ja, wir müssen eine Party zusammenstellen. Ich weiß, das ist furchtbar und gefällt mir nicht, aber so ist es eben. Warum nicht? Machen wir mal so, so. Savio kann eh nur damit laufen. Michelle, damit sie ein bisschen Erfahrungspunkte kriegt. Ja, das passt. Ich weiß, es ist ein bisschen merkwürdig, dass wir jetzt auf einmal gesagt kriegen, macht eine Zweiertruppe draus. Aber das Spiel möchte es halt so. Ich sag dann dazu, ja, ist okay. Hä? Oh, 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 wozu? Da drüben werden Gegner getötet, nicht bei mir. Oh, im Fisch. Im Fisch! Ja, manchmal sind die Gegner gut getarnt. Ich meine, es ist eine Wüste, was soll ich aber erwarten? Er hat eine Fischflosse und da könnt ihr den Fisch mal in Action sehen. Er hat halt nur keine Lust, sich von mir treffen zu lassen, interessanterweise. Aber ist okay, der Fisch ist tot. Ich hoffe, irgendwer sammelt die Fischflosse ein. Wunderbar. Hier müsste irgendwo weiter... Ich bin mir nicht genau sicher wo, aber es sollte hier eigentlich einen Stein geben. Das Gefühl, ich bin schon wieder viel zu weit. Naja, ihr könnt ja kämpfen gehen. Ich habe ja schon gesagt, der schöne Punkt ist, solange ihr eine zweite Party habt, ist die zweite Party im Prinzip unempfindlich für Angriffe.
Beziehungsweise HP-Verlust. Sie werden kämpfen. Wenn sie gewinnen, ist das immer super. Wenn sie verlieren, dann passiert das halt. Aber sie werden nicht sterben können, soweit ich weiß. Hast du schön gemacht. Hier drin erhalten wir 100.000 Fohl. Und mit 100.000 meine ich 10.000. Ich sollte versuchen zu lesen. Oh well. Ja, meine Party macht hier wunderschön genau das, was ich eigentlich machen sollte, nämlich Gegner bekämpfen. Aber da die das übernehmen, brauche ich das nicht machen. Symphonic Blade ist eine Technik, die ihre Kraft zieht aus den Charakteren, die wir hier dabei haben. So, aber das kann uns erstmal eigentlich egal sein. Wo wir hin müssen, ist tatsächlich Richtung Wirbelsturm. Ich weiß auch nicht, warum sie sich so ein Ziel ausgesucht haben, aber naja. So ist es halt. Also dementsprechend auf Richtung Wirbelsturm. Nur nicht unbedingt in den Wirbelsturm direkt reinlaufen. Ansonsten ist alles okay. Tatsächlich. Ich hoffe mal nur, dass ich dem blöden Ding ausweiche gerade. Weil ich mich dabei tatsächlich nicht unbedingt immer gut anstelle. Sag ich ja, der ist immer noch im Prinzip genau neben mir. Aber scheint ja in Ordnung gewesen zu sein. Getötet wurde ich jedenfalls nicht. Da war ein Amigo. Diese Amigos sind im Prinzip nur riesengroße Kakteen. Problem ist aber, meiner Meinung nach, dass sie tatsächlich die ganze Zeit Stacheln abschießen. Das kann schon echt nervig werden. Muss es aber nicht. Kommt immer auf eure persönliche Einstellung an. Ich mag es ja nicht, wenn ich mehr oder minder gejuggelt werde von Gegnern. Aber so sind sie hier halt. Ihr müsst euch übrigens keine Sorgen machen. Ich zeige euch A, relativ gesehen, den einfachsten Weg zu den Schatztruhen. Und B, ihr könnt euch hier nicht verlaufen. Es ist kein weite Illusion oder sowas um den Dreh. Nein, es ist tatsächlich einfach nur ein vernünftiger Weg. Auch wenn es ein bisschen groß ist, weil Wüste. We can advance to the chain from here. So, Prom? It's so badly worn that I can't make it out. Up ahead, there's a small village. Hmm. What should we do, Sigmund? Lord? I must know what lies ahead. Do you have any information? Certainly. According to my night whispers, the canyon beyond Saprin was enchained recently, and monsters began to gather. The village was... What? Tell me! Pardon me, Genma. You may proceed. As I was saying, with the nearby canyon ensnared by a chain, the village was attacked. However, the villagers had fled beforehand, and there were only a few losses. Did the army protect them? The army hasn't been mobilized. No news of any mercenary groups entering the area either. Then how did the villagers... I surmise that they fled on their own, as they are. I've heard all that I need to. Thank you. Lord? We will destroy the chain. Thank you, Lord Sigmund. You're thanking him? But why? Just be quiet! That's not very nice. Couldn't you be a little less mean? Let's go. Okay, jetzt haben wir wieder diesen wunderschönen Punkt,
Es ist eine einfache Party, keine Schnickschnackereien dabei. Das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Ja. So einfach ist das. Oder sagen wir es mal so. So kann's gehen. So fällt die Wurst. Nein, ach, keine Ahnung. Ich glaube hier wieder einen Unsinn. Ihr seht, da ist eine Schatztruhe auf dem Wasser. Können wir nichts machen. Aber irgendwo hier müsste eine Schatztruhe sein. Ja, ihr kennt mich. Ich bin ein Sucker für Schatztruhe. Brauchst du. Kann aber sein, dass es tatsächlich da durch war. Ja. Aber ja, Schatztruhe auf Wasser. Das ist mal was komplett anderes. Und keiner weiß, wie man da drankommt. Macht aber nichts. Früher oder später kommen wir tatsächlich mal an diese Schatztruhe ran. Ansonsten einfach weitermachen wie bisher. Gegner besiegen. Alles cool. Da hinten wurde irgendwas verletzt, aber das ist nicht meine Schuld gewesen. Ich bin ein braver kleiner Kapell gewesen. Ich habe nichts aktiviert. Na, Schlangenhaut? Schlangenhaut, nehmen wir mit. Ah, ich habe ihn, glaube ich, mal. Nein, hab ihn. Ich hatte die Hoffnung, dass ich nicht diese haufenweise Stachel mal abkriege. Nein. Könnte ich jetzt bitte wieder aufstehen? So. Irgendwie mal aufhören. Damit. Danke. Also ich möchte nicht, dass mir das passiert, während ich irgendwie gegen den Boss kämpfe oder so. Das ist ja unglaublich gewesen. Ist ja. Ohne Ende war das jetzt gerade, meine Herren. Yippie. Ja, hier haben wir einen Gegner, der etwas stärker ist, als das, was wir gewohnt sind gerade. Wie man sieht. Ja. Voll nett von dir. Aber... er ist besiegbar. Er macht trotzdem einen kurzen Prozess mit euch, wenn ihr nicht aufpasst, aber er ist besiegbar. Und so viele Potions, wie ich habe, sollen sie durch die Gegner machen. Das ist mir egal. Irgendwo wartet trotzdem noch eine Schatztruhe auf ihre Rettung. Die möchte ich ihr auch zuteil werden lassen, aber ich muss sie dafür erstmal finden. Trefft ihr mich auch von hier? Jetzt würde ich ihn treffen, wenn ich dann mal in der Nähe wäre. Und treffen würde. Also, schlagtechnisch. Ein Garuda, ja. In manchen Spielen ein Endboss, in manchen Spielen sogar eine Beschwörung. Ich sehe dich an Final Fantasy 14. Hier steckt nochmal ein großer Vogel. Also ja, er ist groß. Aber das war es dann auch. Nichts Außergewöhnliches, was das angeht. Da ist Sabran. Bin ich jetzt tatsächlich an der Schatztruhe vorbeigelaufen? Das kann doch nicht sein. Es ist nichts Wichtiges drin, es ist nur Geld, aber trotzdem, das kann nicht sein. Da weiß ich sogar schon, wonach ich suche und laufe drauf vorbei. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ist es aber augenscheinlich. Sehr merkwürdig. Da hinten prügelt sich wieder der Bär mit den Viechern. Warum auch nicht? Ich meine, ne? Ist er von da weiter südlich? Das wäre dann hier. Ich habe nichts davon gefunden, was auch nur irgendwie aussagen würde. Hier ist eine Schatztruhe. Habe merkwürdig. Damit versuche ich nicht mal gerade irgendwie ins Geheim zu leveln, weil ich denke, ich bin zu schwach oder so. Nein, ich finde einfach nichts. Na, nicht schon wieder. Na, nein. Ah, Paralyse ist furchtbar. Ich hätte mir Anti-Paralyse-Zeugs kaufen sollen.
Toll, zwei Amigos. Das ist ja auch echt unglaublich. War er gerade am Rumpflen? Echt jetzt? Ich meine mal ehrlich. Das ist Krieg, Kleiner. Was erwartest du denn? Ich hab wehgetan. You don't say. Thanks. Tja, irgendwie finde ich die Schatzruhe nicht. Das ist ärgerlich, aber naja, gut. Na, super. Ich meine, solange er mich jetzt nicht hochschießt. Au, 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 genau das. Wollte ich eigentlich gerade sagen, ist mir das ja ziemlich egal. Und dann hat er genau das gemacht, was mir nicht egal ist. Mich hochgeworfen. Benutzt wie einen blöden Tennisball. Naja. Okay, aber nö, ich finde diese Schatzruhe nicht. Laut meinen Quellen, wie gesagt, besitzt. Oder ist der Inhalt eh nur Geld, aber es ist ein bisschen ärgerlich für mich wieder. Verspreche euch hier Schatztruhen mit Geld. Ich hätte kein Geld aus, sonst. Man muss ja zumindest tatsächlich sagen, das ist ja nichts, als ich Geld sammle. Ja, ich komm. Ah. Ich glaube, ich habe den letzten Schlag gemacht. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich komme nicht dran. Tja. So kann es gehen. Ne, keine Schatzruhe. Irgendwie nicht. Das ist doch. Okay. So kann es gehen. So soll es nicht gehen, aber so kann es gehen. Jetzt an dieser Stelle empfehle ich euch, euch zu heilen. Denn wir haben jetzt ein paar Szenen. Und danach gibt es eine Menge zu tun. Deswegen macht das lieber an dieser Stelle. Sonst werdet ihr es am Ende bereuen. Da das ein bisschen länger dauert und ich natürlich meine Zeit in diesem Typ super verschwendet habe, es tut mir wirklich aufrichtig leid. Werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und dann geht es nach Sabran, der unterdrückten Stadt. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Und tschüss. Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum Abspann von Infinite Undiscovery. Oben links in der Ecke dürftet ihr jetzt eine Anmerkung sehen für ein Video, was angeblich auf eure persönlichen Wünsche abgestimmt ist. Also klickt doch da drauf, um mehr von meinem Channel zu sehen. Und oben rechts ist so ein kleines Icon von meinem Avatar zum Abonnieren. Müsst ihr nicht benutzen, könnt ihr aber. Das wäre alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video von Infinite Undiscovery wieder. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute!